Wenn man hier vorsteht, kann man eigentlich nicht anders als zuzugeben, dass das ein bisschen too much ist. Ich glaube, es geht im Kern darum, wenn man diesen Weg Christi betrachtet, den Sühnegedanken zu verstehen. Weil jeder von uns irgendwie in der Familie gleich mal früher oder später mit dem Thema Tod, Krankheit, Leid in irgendeiner Form auch konfrontiert wird. Und man merkt, da ist eben diese Kluft da zwischen der eigenen Sehnsucht nach Ewigkeit. Ja, jeder sucht die große Liebe und die ewige Liebe und es ist für immer. Also das wünscht man sich, dass das sozusagen die menschlichen Maßstäbe überstiegen werden. Aber die Wirklichkeit sieht dann meistens ganz anders aus. Angesichts dieser Situation kann man vielleicht diesen Weg Christi überhaupt nur verstehen, dass er als Gott, als der Schöpfer von allem, der König von allem, wirklich Mensch wird, dass er so sehr mit uns sein will, dass er einen menschlichen Leib annimmt, wenn ich davon ausgehe, dass es Gott gibt, der unendlich ist, der überzeitlich ist, ein Gott, der allmächtig ist, der alles geschaffen hat, das letzte und höchste Sein. Wenn ich davon ausgehe, dass es den also gibt, dann kann er eigentlich der Einzige sein, der etwas, was irgendwie korrupt geworden ist, was irgendwie einen Knacks gekriegt hat, eben diesen Makel des Todes und des Vergänglichen in der Welt, dann kann er der Einzige sein, der das wieder aufhebt, der es wirklich aufhebt. Und er macht es nicht einfach als Schlag mit der Keule von oben, sondern er macht es in einer unglaublichen Demut. Golgotha war der Berg außerhalb der Stadtmauern. Das war der Platz, der Hinrichtungsplatz für die Verdammten, für die, ja, würde ich vielleicht sagen, für die Asozialen, für den Abschaum, für die völlig entehrt waren. Draußen, dort wo die Wertlosen und die Ehrlosen hingerichtet worden sind, hat Gott selber dieses Leben hingegeben. Ja. Über diese Nachfolge, ja, wirklich die Feinde zu lieben, ja, das eigene Leben aus Liebe auch hinzugeben, etwas Gutes zu tun. Und wie Mutter Teresa gesagt hat, wenn sie dich beschimpfen, dann tun trotzdem Gutes. Und ja, nicht zu verzagen. Dieser Moment, in dem wirklich ein kosmisches Ereignis passiert. Die Erde bebt und es wird finster. Und Jesus selber betet den Psalm: Eli, Eli, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eben nicht das Letzte. Diese Station, 12. Station, ist die Vollendung seines irdischen Lebens und die Vollendung des Sühnewerks Christi. Aber es gibt noch zwei andere. Die Grablegung, ja, Kreuzesabnahme und die Grablegung. Und das ist nur der Leidensweg. Das Eigentliche kommt dann danach. Wie Johannes Paul II. Gesagt hat, das ist ein Wort, was nach dem Tod kommt, das nicht mehr von Menschen kommt. Dieses Wort Auferstehung ist ein Wort, was von Gott kommt. Also, dass das Kreuz eben nicht das Letzte ist, sondern sozusagen das, könnte fast sagen, die Trittleiter. Das führt weiter auf Gott hin und ins Leben hinein. Man kann das irgendwie schwer erklären. Ich glaube, das Kreuz gehört zu dem größten Geheimnis, ja, das es gibt, das sich nur von Gott her erschließen kann und man nur darum beten kann und darf und muss immer wieder neu, das zu durchdringen. Aber wenn man das tut, gehen einem da wirklich die Augen auf dafür.